Neuerlich führt ein Tornadoausbruch zu schweren Schäden in den USA. Diesmal traf es die Stadt Dayton in Ohio. Sie wurde gleich von zwei Twistern praktisch in die Zange genommen. Meteorologen sprachen fast von einem Großangriff dieses Wetterphänomens, von einem maschinengewehrfeuerähnlichen Angriff von Tornados. Der erste Twister zog eine Schneise der Verwüstung durch einen Vorort namens Trotwood. Dort wurden Häuser in zwei gerissen. Die Trümmer wurden von dem Tornado bis zu einer Höhe von 3000 Metern in die Luft gewirbelt. Das konnte man auf Radaraufnahmen erkennen. Zwei Schulgebäude wurden zerstört. Glücklicherweise hat sich niemand aufgehalten in den Schulen wegen der späten Stunde des Tornadoausbruches, knapp vor Mitternacht in der Nacht auf Dienstag. Dann kam es zum zweiten Tornado, diesmal im Ortskern von Dayton. Auch hier schwere Verwüstungen. Die Straßen waren derartig von Trümmern übersät und von umgestürzten Bäumen und Strommasten, dass Schneepflüge eingesetzt wurden, damit die Rettungsteams zum Katastrophenort gelangen konnten. Dramatische Szenen. Also glücklicherweise kam in Dayton bei dem Doppelangriff von Tornados kein Mensch ums Leben. Es gibt allerdings Dutzende Verletzte und natürlich Suchtrupps gehen jetzt durch die Ruinen, um zu sehen, ob es möglicherweise weitere Opfer geben könnte. Der Tornadoausbruch in Ohio ist der jüngste Höhepunkt einer besonders aktiven Saison dieses Frühjahr. Es gab bereits seit mehr als zwei Wochen keinen Tag, an dem es zu keinen Tornados kam, teilweise mehr als 8 Tornados pro Tag. Das Ganze, wie gesagt, seit mehr als zwei Wochen. Insgesamt 500 Tornados wurden dieses Jahr bereits registriert. Eine der höchsten Zahlen seit langer Zeit. Allerdings, man muss auch dazu sagen, teilweise bleibt die Opferzahl gering. Es kam bei den vielen Tornados teilweise nur zu wenigen Toten, natürlich zu sehr vielen Verletzten. Allerdings gab es noch kein großes Tornado-Desaster wie etwa vor 8 Jahren in Joplin, als 161 Menschen ums Leben kamen, oder dem Horror-Tornado von Moore nahe Oklahoma, wo mehr als 30 Menschen ihr Leben lassen mussten. Aber insgesamt eine schwierige Lage für viele US-Staaten, besonders im mittleren Westen bis runter nach Oklahoma und Texas. Insgesamt 40 Staaten waren bisher von Tornados betroffen, von der Westküste bis zur Ostküste. Und man wird jetzt sehen, wie die letzten Wochen dieser wirklich aktiven und verheerenden Sturm- und Tornadosaison zu Ende gehen.